ziehen wir es durch. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Premier-Kanal. Leute, heute, ja, zu dem Video, womit viele schon gerechnet haben. Also viele haben es auch irgendwie schon so ein bisschen geahnt und so und ja. Ist doch schwieriger als ich dachte. Gar nicht so einfach. Okay, Leute. Heute ist mit der glücklichste Tag für mich und der traurigste Tag zugleich. Denn heute beginnt was ganz Neues für mich. Zumindest in meinem Kopf auch. Ja, es ist heute das letzte Video von mir hier auf Spiel mit mir. Auf all unseren Kanälen mit unserer Crew sozusagen. Zeitgleich ganz kurz, nur zur Info, nur das organisatorisch. Ein inhaltlich ähnliches Video ist auch bei Spiel mit mir Apps und Games zeitgleich online gegangen, aber schaut euch das gerne auch danach an. Es ist zwar inhaltlich gleich, aber vielleicht finde ich hier nochmal ein bisschen andere Worte, weil ich hatte mir erst so Gedanken gemacht, mache ich mir Notizen zu diesem ganzen Thema und so, aber ich habe das bisher noch nie gemacht, wisst ihr? Deswegen dachte ich mir, hey, bei dem persönlichsten Video, was ich euch mit euch teilen werde sozusagen, mache ich das auch nicht. Deswegen schon mal sorry, falls es ein bisschen chaotisch wird. Aber ja, es ist genau dieses Video, womit leider viele gerechnet haben. Es ist mein letztes Video. Ich werde die Crew verlassen. Es beginnt bald was Neues für mich. Und bevor ich jetzt Struktur und sowas, also bevor wir jetzt anfangen, oh, es ist so chaotisch, ich bin so nervös. Sorry, Leute. Kurze Struktur, also ich erzähle euch jetzt ganz kurz, warum, wieso, wie es dann weitergeht. Und danach möchte ich auf jeden Fall nochmal mit euch kurz sprechen. Weil ich habe eine ganz wichtige Message für euch, die gerade für euch, für dich bestimmt ist. Und ja, genau. Der und oder die, die jetzt gerade zuschaut. Und am Ende hatte ich die Crew nochmal darum gebeten, hey, lass uns ein Outro vielleicht nochmal gemeinsam machen. Aber alles andere wird hoffentlich bis in dem Video klar. Also erstmal zu dem, warum und wieso ich Spiel mit mir sozusagen, bei Spiel mit mir keine Videos mehr machen werde. Das ist eine Entscheidung, die steht schon etwas länger, Leute. Also seit Anfang des Jahres war für mich eigentlich schon klar und hatte das dann auch schon, sag mal, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres auch mit dem Team kommuniziert. Die wussten das also mit der Crew. Also ist jetzt nichts, ist auch für sie nichts Überraschendes, sondern das war ja alles geplant. Und ich habe das auch so früh mit dem Team sozusagen besprochen, weil ich auch einen schönen Übergang für euch haben wollte. Ich weiß, es gibt da nichts Schönes oder irgendwie sowas, aber ich wollte nicht von heute auf morgen verschwinden, sondern wollte auch euch ein bisschen Zeit geben, vielleicht sich mit der Situation auch ein bisschen, ja, anzufreunden ist vielleicht das falsche Wort, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Der Standard-K-Anspruch. Ja, ich weiß, ich bin heute ein bisschen anders drauf, aber ich möchte auch die Sache ein bisschen ernst nehmen, auch aus Liebe zu euch, aus Liebe zur Crew, ne, und jetzt nicht mich über alles hier lustig machen. Und ich bin immer noch Kahn so. Ich werde danach auch wieder Kahn sein. Aber heute für das Video dachte ich mir, und es wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, dachte ich, ein paar ehrliche, sowieso immer ehrliche Worte, aber heute auch ein bisschen ernste Worte. Also es steht schon seit ein paar Monaten fest. Ja, einfach war es so oder so nicht, diese Entscheidung zu treffen. Aber vorweg auch das, weil das oft in den Kommentaren und so auch kam, Leute, bitte. Ich weiß, manche sind so, die erhoffen sich, dass sich mal jemand streitet, dass was passiert, aber Leute, sind alles Freunde. So, warum sollten wir uns wegen sowas streiten? Das sind erwachsene Entscheidungen, über die man spricht und das ist vollkommen okay. Und wenn es jemand versteht, dann sind es eure Freunde, wenn ihr eigentlich eher positive Entscheidungen treffen wollt. Und das ist eine positive Entscheidung für mich, weil, Leute, ich werde nicht mit YouTube aufhören. Nein, ich werde nicht mit YouTube aufhören. Ich werde hier in der Crew, werde ich keine Videos mehr machen, weil ich mein eigenes Ding so ein bisschen versuche jetzt voranzubringen. Wie genau und so, will ich auch gar nicht drauf eingehen, aber ich erzähle es gleich ganz kurz. Aber es sind ganz normale Gespräche hier und auch meine Entscheidung wurde von allen respektiert und auch sogar unterstützt. Ne, in dem Sinne, weil es etwas Positives ist. Warum ist es etwas Positives? Warum bin ich zu dieser Entscheidung gekommen, Leute? Ihr habt mich dazu ermuntert, indem ihr unsere Videos geschaut habt. Indem ihr unsere Videoideen auch cool fandet und so. Und da dachte ich mir irgendwann ab einem gewissen Punkt, hey, ich will mir das selber auch nochmal zutrauen. Einfach so, um es mir selber auch nochmal zu beweisen. Und also danke dafür. Jetzt werden sie so sagen, na, ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Ich bin an einem Punkt, wo ich halt dachte so, okay, komm, ich will es jetzt mal selber versuchen. Ich werde jetzt 6 Monate in eine YouTube-Pause gehen. Dementsprechend könnt ihr gerne auf Insta und TikTok
mir weiterhin folgen. Da wird hier und da in den 6 Monaten ein bisschen was kommen. Auf jeden Fall. Ne? Ich überlege auch, ob ich sozusagen an dem Tag heute, wo das Video jetzt auch gerade online ist, vielleicht auch auf Insta ein kurzes Statement und auf TikTok wird definitiv auch was kommen. Oder werdet ihr vielleicht schon gesehen haben. Aber das will ich dafür gar nicht nutzen. Leute, sorry, ich bin total chaotisch heute. Ich weiß es. Also im Endeffekt habe ich die letzten Jahre einfach gemerkt, wie sehr mir das einfach Spaß macht, hier Videos zu machen. Und ich möchte es sozusagen, ich möchte nicht nur ins Studio kommen und Videos und dann nach Hause. Ich möchte es als kompletten Teil meines Lebens irgendwie machen. Und deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen, warum ich in diese 6 Monate Pause gehe. Ich dachte, ich muss auch ein bisschen was vorbereiten. Ich baue mir ein Studio sozusagen. Und das wird auch ein bisschen dauern. Und ich habe mal letztens auch geguckt, wie viele Videos ich eigentlich so in den Jahren hier produziert habe. Ich meine, wenn ich dran denke, mit Unboxings, Demos damals, Familie Vogel, das Krümelmonster, Slime Challenges, Familie Zufall, Freunde WG, was es da so alles gab, das ist schon nicht ohne. Ne? Also auch wenn ich nicht darüber rede, weil ich einfach nicht die Person bin, die über sowas so über Gefühle, ich bin halt einfach kein Fan davon. Ich mag das nicht. Deswegen, jetzt, heute ja, aber ich kann sogar meine Frau fragen. Ne? Ich bin halt irgendwie kein Fan davon. Weil ich bin hier, um euch zu unterhalten. Ich weiß, dass auch das sowas unterhalten kann, aber vielleicht werde ich das später jetzt machen. Ne? Aber bis zum Punkt jetzt, sagte ich, wollte ich das so machen. Und ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich glaube, es sind über 10.000, 15.000 Videos entstanden in diesen Jahren hier. Über 6, 7 Jahre, wo wir Videos produziert haben. Und die haben mir alle unglaublich viel Spaß gemacht. Und das ist der Grund eigentlich, warum ich für mich sozusagen entschieden habe, hey, ich sozusagen in Anführungszeichen trenne mich jetzt von den Leuten, die mir so ans Herz gewachsen sind, die so wichtig sind, die wie eine Familie für mich sind, aber einfach sich bei mir vielleicht auch etwas emotional, was ich gar nicht erklären kann, was nur was mit mir zu tun hat, nicht erklären kann und sagen, hey, ich möchte vielleicht nochmal einen anderen Weg gehen. Inhaltlich wird es vielleicht nicht was anderes sein, für euch wird es doch kein Unterschied. Ja, kann sein, aber für mich persönlich wird es was anderes sein und dementsprechend dachte ich mir, versuche ich diesen Weg zu gehen und ich hoffe, ich kann euch damit so ein bisschen erklären, auch wenn es keine richtige Antwort auf das ist, aber irgendwie dann schon. Ne? Es ist das Gefühl, das man hat, zu sagen, ich möchte meine Ziele noch, ich bin noch nicht zufrieden, ich möchte noch zufriedener werden und ich werde auch nie an dem Punkt ankommen, wo ich zufrieden sein werde, aber jetzt ist der Punkt, wo ich denke, hey, es macht mir so viel Spaß, ich möchte diesen Schritt jetzt mal wagen. Und ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Es ist nicht einfach, weil das mein Tagesablauf ist. So, ich komme hier hin, drehe Videos und die letzten Wochen waren schon etwas anders für mich, weil ich einfach nicht mehr so viele Videos produziert habe. Und es ist keine einfache Entscheidung. Ich kann das auch verstehen, wenn jetzt Leute sagen, warum, wieso und so. Ich kann jeden da verstehen. Ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist etwas so, wo ich einfach sage, hey, jetzt ist der Punkt da, wo ich was versuchen möchte und ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Und ich werde auf jeden Fall die Crew unglaublich vermissen. Vielleicht werden wir hier und da mal zwischendurch nochmal Videos drehen, aber ich werde nicht mehr Teil sozusagen hier der Crew sein einfach. Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, man schaut sich so die Videos an und ich bin kein Fan davon, mir meine eigenen Videos anzuschauen oder irgendwie sowas, aber man schaut sich das an, jetzt besonders in den letzten Wochen habe ich mir das so angeschaut und man denkt so, hey, ich bin sehr glücklich auf das, was ich hier geschaffen habe, mit der Crew auch und welchen Input man selbst da gegeben hat. Ich bin schon sehr glücklich darüber und ich glaube, diesen Schritt würde ich mich auch nicht trauen, wenn ich wüsste, was ich nicht kann, was ich kann. Natürlich kann es auch nicht funktionieren, das ist auch möglich. Aber kennt ihr das, man will es einfach mal versuchen, um zu gucken, so, okay, schafft man das oder nicht? Und ich möchte das einfach, bevor es zu spät ist. Ja. Ja, zum Thema so Freunde WG, Familie Zufall. Also ich habe die Crew darum gebeten, dass die Freunde WG in irgendeiner Art und Weise weitergehen soll. Da wird es auch eine zweite Staffel definitiv geben. Natürlich nicht mehr mit mir. Bei Familie Zufall, da muss ich euch, glaube ich, leider das Ende von Familie Zufall verkünden. Bianca ist ja auch nicht mehr da und dementsprechend, ja, ich glaube, es ist vollkommen legitim, zumal ich da auch sagen muss, hey Leute, schaut euch die neuen Serien im Klassenzimmer, im Lehrerzimmer, Familie Prunk, die sind so cool, so witzig. Ich bin so froh darüber, dass die Crew sozusagen, oder dass es da so weitergeht, weil sie ist einerseits bei Danja, Claudio, René, Kati, auch Eva und so, Donny, die haben alle Spaß an diesen Inhalten. Das freut mich sehr, ne, weil
man kann sich dann auf die Videos konzentrieren und ihr auch. Ne? Und ihr habt Inhalte, wo ihr euch auch ablenken könnt. Und darum geht es am Ende des Tages. Ob ich das bin oder jemand anderes, das ist vollkommen egal, Leute. Hauptsache, ihr werdet unterhalten. Ja, und auch dazu, so ist es ist okay, also ihr werdet mich vergessen und das ist auch in Ordnung. Jetzt, heute ist vielleicht ein bisschen ein blöder Tag für den einen oder anderen oder für den anderen oder anderen nicht. Vielleicht freut sich der ein oder andere auch. Kann auch sein, ist auch okay, ist auch in Ordnung. Ne? Ich sage, es ist einerseits für mich auch der glücklichste und auch einerseits der traurigste Tag für mich. Weil ich spiele mit mir einfach so. Und jetzt auch um die 1 Million Abonnenten rum. Ich weiß nicht, wo das Video jetzt veröffentlicht wird, ob wir schon die 1 Million geschafft haben oder nicht. So, das ist eine heftige Zahl. So, aber mir ging es nie um Zahlen, sondern mir ging es so ein bisschen um dieses Gefühl. Und das, was ihr mir gegeben habt, das war immer so, ich weiß nicht, das ist krass. So. Ihr habt es mir ermöglicht durch die Videos und für den einen oder anderen bedeutet das nichts, für mich bedeutet das sehr viel. Ihr habt mir ermöglicht, meinen Kühlschrank zu füllen. Ihr habt es mir ermöglicht, meine Miete zahlen zu können. Alleine dadurch, dass ihr nur unsere Videos geschaut habt. Ne? Und das bedeutet mir sehr viel, weil ich konnte aus sozusagen einem Hobby anfangs auch einen Traum dann irgendwann machen. Oder aus dem Hobby dann meinen Job. Und dafür bin ich zu 0% verantwortlich. Vielleicht zu 1%, aber ihr zu 99%. Mindestens. Und dafür möchte ich euch wirklich vom Herzen danken, dass ihr das über die Zeit so begleitet habt, gefeiert habt. Ich hoffe, dass es dann ab dem 1. Januar, dass ihr, vielleicht hat mich einer nicht vergessen, dann ist es okay. Wenn nicht, ist auch in Ordnung, Leute. Ich kann das verstehen, wirklich. Ihr habt mir Sachen ermöglicht, von denen ich früher nie geträumt hätte. So, und ich habe damit sehr, sehr wenig zu tun. Damit hat die Crew viel zu tun, damit habt ihr viel zu tun, aber ich glaube, ich habe damit sehr, sehr wenig zu tun. Dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also danke dafür, wirklich. Das bedeutet mir sehr viel. Und das ist kein Spaß. Auch wenn ich das so oft so mache, aber es ist kein Spaß. Wirklich danke dafür. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was zu der Sache sagen soll, weil eigentlich bin ich nicht, also ich hoffe auch, dass das so das, ich weiß, dass in nächster Zeit ich oft viele Fragen hier und da beantworten werde, aber ich bin glücklich. Wisst ihr, was ich meine? Es ist zwar traurig, aber trotzdem bin ich glücklich, weil ab heute beginnt eine neue Zeitrechnung für mich. Und das ist cool. Es beginnt was Neues. Und ich versuche immer in schlechten Dingen auch was Positives rauszuziehen. Und es ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und ich hoffe, es ist auch nicht zu spät, dass ich das mit euch kommuniziert habe, weil wir sind öffentliche Personen und ihr habt dazu beigetragen, dass ich meine Miete zahlen kann. Und also habt ihr es auch verdient, alles zu hören. Ich weiß, ich war früher nie wirklich privat, zwischendurch mal mit Sammy und so. Aber so wirklich, wie ich ticke oder so, ne, so privat, das wisst ihr ja auch nicht zu 100%. Auch wenn es sehr ähnlich zu dem ist, wie es hier ist eigentlich. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also wirklich danke dafür, dass ihr all die Jahre diese Videos geschaut habt. Das wird hier ja auch weitergehen. Denn heute kommt noch ein Video. Also, versteht ihr, das meine ich. Es geht weiter und das will ich auch. Ne? So soll es auch sein. Aber trotzdem, ich danke euch von meinem ganzen Herzen. Es hat mir sehr, sehr viel bedeutet, hier ein Teil dieser Crew zu sein und das hier mitzugestalten. Den Menschen hier die Möglichkeit zu bieten, auch Videos aufzunehmen. Auch für die Mitglieder der Crew, die dazugekommen sind. Das bedeutet mir schon sehr viel, dass ich hier raufschauen kann, auch noch ein paar und sagen kann, hey, ich habe da etwas mit erschaffen. Und ihr auch, weil ihr seid Teil. Ich bin zwar ein Creator, aber ihr seid die Community und ihr seid genauso wichtig für diesen Kanal wie ich. Ich bin nicht wichtiger als ihr. Niemals. Würde ich auch niemals sagen. Und deswegen wird dieser Kanal, und ich hoffe, dass sozusagen es hier weitergeht mit der Crew, auch bei Spiel mehr Apps und Games, DIY, Chaos Crew, Zock mit mir, alles. Wisst ihr, was ich meine? Also danke. Und jetzt kommen wir noch zu einem etwas anderen Teil dieses Videos, wo ich kurz mit euch sprechen wollte, Leute. Also so wirklich direkt zu euch. Jetzt haben wir meine Situation. Ich habe mich ausgeschüttet, aber jetzt ist etwas, was ich euch noch mitgeben möchte, weil das ist für mich viel wichtiger. Und zwar, ihr habt es mir ermöglicht, so einen kleinen Traum von mir zu erfüllen. Ja, ich weiß, das wisst ihr auch, mal mit Ernst, mal mit Spaß. Ich wollte Fußballer werden, so, das war mein Traum. So, als kleiner Junge habe ich immer davon geträumt und auch später. So, das kannst du nicht einfach so beiseite legen und sagen, oh, nee, ist okay. Das kannst du nicht einfach vergessen. Aber
durch YouTube habt ihr mir die Chance auch nochmal gegeben, etwas aus mir zu machen. Und wenn es das nicht geben würde, weiß ich auch nicht, was ich machen würde. Also wo es mich hingeführt hätte, wenn ich dieses Vertrauen von euch nicht bekommen hätte. Ich glaube, dann wäre ich ganz woanders gelandet. Es wäre nicht gut für mich gewesen, weil ich nicht glücklich wäre einfach. So bin ich sehr, sehr glücklich. Und warum ich jetzt direkt zu euch, zu dir rede, ist, ihr könnt das auch. Damit meine ich nicht YouTube oder so, sondern wenn du einen Traum hast, wenn du Ziele verfolgst, egal wie alt du gerade bist, und ich weiß, wir haben eine sehr, sehr junge Zielgruppe, ich weiß, dass aber umso wichtiger ist es, dass ich euch das mitgebe, ist, es wird immer Leute geben, die sagen, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, es ist so unrealistisch, denk doch mal jetzt realistisch oder so. Genau da ist der Punkt, wo ich sage, nein. Sobald mir jemand sagt, du kannst das nicht, umso mehr heißt es für mich, an diesen Zielen zu arbeiten, um es dieser Person zu zeigen. Und das kann deine Familie sein, das kann dein bester Freund, deine beste Freundin sein, darum geht es nicht. Es heißt auch, im Türkischen heißt es manchmal auch, es gibt so ein Sprichwort, ein wahrer Freund sagt ja auch das Schmerzliche. Ja, das ist auch richtig, ist auch richtig. Ne? Aber ich glaube, eine wahre Freundin, ein wahrer Freund wird es verstehen, wenn du Ziele hast und du genauso. Du genauso. Und umso mehr sage ich dir, wenn du Ärztin werden möchtest oder ein Arzt oder eine Ausbildung machen möchtest, einen Schulabschluss bekommen möchtest und diese Ziele für dich unergreifbar scheinen momentan, weil die Leute sagen, du kannst das, es wird nichts, dann hörst du es von mir. Wenn du all diese Leute, die dir das sagen, dann hast du mich, dann schau dir dieses Video immer wieder an, schau dir diese Stelle an, wie ich dir sage, du wirst das schaffen. Du wirst das schaffen, glaub es mir, weil ich an dich glaube. Du wirst das schaffen. Wenn ich das schaffe, dann werden es alle schaffen, glaub es mir. Glaub an deine Träume, glaub an deine Ziele. Ich weiß, das ist so 0815 Talk, was jeder so erzählt. Das findest du auf YouTube bis zum geht nicht mehr. Aber vielleicht vertraut ihr mehr als Kahn mal über die Jahre. So, wir haben uns angefreundet. Zwar kennen wir uns nur durch die Kamera, aber glaub es mir. Ich kenne dich und du kennst mich. Also mach es. Und wenn dir andere Leute erzählen, du schaffst das nicht. Wer sind die schon? So, weißt du, wer sind die schon? Du brauchst doch nur dich, niemand anderen. Okay? Glaub an dich. Du wirst das schon schaffen. 100%. 100%. Ohne Wenn und Aber. Gibt's keine Ausreden. Und ich sage dir auch, das muss ich dir aber auch ehrlicherweise sagen, Talent ist okay. Viele Menschen werden auch kommen und sagen, boah, du hast Talent, ist gut. Das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang. Du musst hart arbeiten. Glaub es mir. Du brauchst Leidenschaft, Passion. Du musst dafür brennen, für das, was du machst. Du musst das machen, was die anderen nicht machen. Nur dann wirst du das schaffen, was andere nicht schaffen. Ganz einfaches Thema, Leute. Ganz einfach. Wenn du das machst, was andere jeden Tag machen, ja, sorry. Wenn du damit glücklich bist, okay, cool. Aber wenn du damit nicht glücklich bist, dann darfst du nicht um 9 Uhr aufstehen und um 10 Uhr in den Ferien und sagen, ja, wir sind ja Ferien. Nein, dann stehst du früher auf und machst das, was andere nicht machen. Warum? Weil ich an dich glaube, weil es Menschen gibt, die an dich glauben. Und es gibt auch Menschen, die nicht an dich glauben. Und für die ist es doppelt so viel wert, für das zu kämpfen, was du haben willst. Fertig, aus. Okay? Gut. Das wollte ich nur mal loswerden. Okay, Leute. Ich glaube, es reicht. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Bleibt gesund. An dieser Stelle schöne Grüße an meine Frau, an meine Katze. Ich liebe euch über alles. An meine Familie, an meine Freunde. Vielen Dank. Ihr seid in meinem Herzen, egal was passiert. Danke. Peace. Aber das Outro, wisst ihr, mache ich nur mit den Menschen, die wie eine Familie für mich sind. Let's go! Er bummelt mich. Ja, so ist das doch schön. Alle am Lachen. So muss das doch sein. So, Leute. Ich stelle noch mal ein bisschen das Licht ein. So, Leute.
ein letztes Mal hier bei Spiel mit mir, mit der Crew, damit ihr das auch von mir noch merkt. Es war ein sehr persönliches Video, deswegen habe ich das alleine gemacht, aber trotzdem, damit das hier auch nochmal alle hören. Ich habe euch alle wirklich sehr, sehr lieb. Ich bin sehr stolz darauf, Teil dieses Teams hier gewesen zu sein. Also ich habe all das diesen Leuten hier eigentlich nur zu verdanken. Und von meinem ganzen Herzen sage ich euch, ich liebe euch wirklich über alles. Bleibt so, wie ihr seid einfach. Ja? Und ich hoffe, wir sehen uns hier und da bestimmt nochmal. Ich verabschiede mich jetzt wirklich. Und diese Tür wird sich jetzt zum letzten Mal für mich schließen. So, wer möchte die Kamera? Bitte einer, der Kameraarbeit machen kann. Gibt's die Karte? Karte. So, macht's gut. Ich bin weg. Und wir sehen uns bestimmt mal irgendwann. Ciao. Ciao. Ciao.